So Leute, und nachdem wir das gesehen haben, willkommen zu einem weiteren Part. Pokémon Liquid Crystal Randomizer Nassau Challenge. Im letzten Part haben wir die Liga gemacht und haben gegen Bricks gekämpft. Heute gehen wir zu SS Aqua. Also, MS Aqua auf Deutsch. Und ich finde das SS immer noch seltsam. Ja. Ja. Well, excuse me, I was in a hurry. My granddaughter is missing. She is just a wee girl. If you see her, please let me know. Ja. Sind die irgendwie da unten? Okay, cool. Ja. Das ist sein Freund, der ist irgendwo am Pennen. Und den müssen wir finden. Okay, in dem Raum war er nicht. Scheint unser Raum zu sein. Sind die alle unser Raum oder was? Ja, I'm still alright. Was ein Goofing off this cabin über so welchen. So I just took a quick nap. Forget it, let's battle. Ja, der will kämpfen. Danach bringen wir dem zurück zur Arbeit. Machop. Ne, wer für ein kleines Update zu dem PC-Gedöns will, ist ja immer noch nicht geregelt. A choke. Dennis. Ja, weil ich habe ja gesagt, dass ich vor zuerst Landturnier ins Team nehmen wollte, weil das Ding einfach nichts kann. Und dann habe ich gesehen, als ich es programmiert habe, von wegen, es kann nicht. Es kann Hydropumpe, es kann Spark, es kann Donnerwelle, es kann Confuse Ray. So Confuse Ray, also kann es doch schon ein bisschen was. Ich wollte nur ein bisschen enttäuscht, dass es keine Ampelleuchte kannte, weil das gab es halt schon in Gen 3, ne? Und das konnte Landturn nicht. Apropos Landturn. Landturn hat jetzt Screen Time zum ersten Mal. Wollen wir sehen, wie er kämpft. Alter, ich sehe auch gerade, wie viele KP Locker Zucker hat. Das Ding hat jetzt am zweitmeisten KP, krass. Und natürlich auch ein Kanto mit zwei Tränken weitergehen. Aber auch mit den Encountern. Freue ich mich schon sehr drauf. Being a sailor, I have to do physical labor. It's exhausting. Okay. So, ich glaube, ich muss jetzt zum Raum des Captain. Und der müsste hier sein. Ja, und da ist auch das kleine Mädchen. Captain, play with me, please. I am bored. Want to play more? Hi. Will you play with me? Oh. Grandpa's worried about me. I have to go. I have to go find Grandpa. Ja, in Hardcore. Wieder einfach zweimal das Sprite, von hier ist. Einfach nur geil.
Ripper here, yeah, I was playing with my with the captain and his guy. Ja. Einfach mal zweimal das Wort ist. What was it? I heard you entertained my granddaughter. I want to thank you with you for that. I know you. I like you to have this. Tinted metal coat. Ja, ist jetzt der zweite. Ja. Ist sie jetzt immer noch da eigentlich? Ja. Dann wieder eins darf zweimal die doch die das war mal wieder schlampig programmiert, der Entwickler. Das gibt jetzt Abzüge in meiner Wertung bei dem Spiel. Es geht überhaupt nicht. Familien City. Thank you for traveling the SS Aqua. Ja. Familien City. Also Urania City. Würde ich sagen, fangen wir hier in Pokémon. Hätte ich Land und Surfer beigebracht, was ich noch nicht habe. Aber die World Candies, die kriege ich irgendwie da auch aktuell nicht weg. Deswegen hoffe ich, dass sie meine Tränke diesmal in Ruhe lassen. Ich bin gerade zu dumm für die TMs zu finden, ne? Komm, Server. Alter, Dennis kennt da. Das ist sogar gar nicht so scheiße auf Dennis, ne? Irgendwann glaube ich, dass ich Dennis falsch geschrieben habe. Müsste ich dann umändern. Stärke 95 speziell. Komm, mach mal Confuse Ray weg. Wakefinding. Ja. Weil ich habe noch vor Hydro-Wumpe zu behalten. Dass wir eine starke Wasserattacke brauchen. Nebenbei, hier müsste jetzt eine Elektro-Arena sein. So. Oh, die geile Wind Waker-Musik. Komm, es gibt hier Safe-Pokémon. Alter, ich hasse den Hackersteller, wenn er hier keine hingemacht hat. Hallo Relaxo. Also hat man gerade ernst, hat man ernsthaft den Golden Silver Sprite übernommen. Wenn es überhaupt der ist, aber ich glaube schon, weil der aus feurrotem Blattgrün, der sah safe anders aus. Nebenbei, nur mal so als Frage, kann man den Laster hier sehen? Oh, hi Lumpy, du bist Dupes, habe ich gehört, ne? Stimmt, wir werden hier auch komplett andere Musik hören, ne? Wir sind ja hier in Kando. Nicht mehr in Jodo. Mir gefällt sie, ja. Okay, Skiploom und Dingens sind beides Dupes. Dabei finde ich es mega krass, dass Megane jetzt schon seit Anfang an das LP dabei ist. Und bitte sagt, dass sie den Laster eingebaut haben. Okay, anscheinend hat sie ihn nicht eingebaut. Wo kommt das? Haben sie hier eigentlich andere Pokémon eingebaut? Hier, weil eigentlich gehört das ja auch noch so Urania City. Könnte ja sein, dass die durch was anderes hier ersetzt wurden. Anscheinend, ja, aber Vibrava haben wir auch schon. Aber ganz ehrlich, wir brauchen jetzt nicht dringend die Encounter. Okay, Voltoball. Ist unser Encounter. Ja, kann ich damit leben.
So, ich nehme jetzt Pokéball. Hierbei wisst ihr, worauf ich mega Bock hab, dem Team? Porygon 2. Noch du Porygon Z ein bisschen mehr, aber ja. Ich hab's halt damals noch nicht. Man hat halt nur Pokémon von Gen 1 bis 3 genommen. Nicht so wie in Prism, wo man von Gen 1 bis 4 genommen hat und dann noch in Gen 6, aus Gen 6 für die Nara. Vermilion City. Aber ich würde sagen, wir fangen noch oben was und dann gehen wir in die Arena. Route 6. Okay. Das ist ein mega nicer Start in Kanto. Und ich sehe auch gerade, die Level wurden erhöht. Hier, nice. Level 33 Bägen. Ja, das nehmen wir mal gerne. So. Kindwurm, Kindwurm, Kindwurm. Ich habe ein Pokémon ja schon Arthur genannt, ne? Deswegen nenne ich das wirklich wahrscheinlich Schlachtsahne. Und da hat schon wieder kurz geleckt. Ja, wenn wir schon Arthur haben. Ne, machen wir es noch richtig lang, weil ich nur mal noch Schlachtsahne. Und dann als nächstes Karl. Ne? Max. Lukas. Wo ich könnte sogar mal CLP-Mitglieder als Namen benutzen. Oh. Wenn das nicht Team Saturn ist. Oh, war die. Okay. Team Saturn ist also auch wieder hier in Kanto. Da würde ich sagen, machen wir die Elektro-Arena. Und wir brauchen dann noch nicht mal zwingend Zerschneider. Weil wir es Surfer haben. Können wir hier einfach durch. Wobei ich glaube, es war irgendwie so. Ja, stimmt. Das fand ich mega geil. Das Rätsel ist ausgefallen. Ja. Weil das Fahrrad haben wir auch kaum benutzt, ne? So. Carbonat. Ne, komm. Ich verzichte ja erstmal drauf. Carbonat der Bebenbrei zu bringen. Hey, you little tyke. I have to hand it to you. It may not be very smart to challenge me, but it takes guts. When it comes to electric Pokémon, I'm number one. I've never lost on the battlefield. I'll zap you just I did my enemies in war. Oh, nice Remix gegen Lieutenant Surge aka Major Bob. Und er beginnt mit einem ordentlichen Level. Ich guck mal, welches Level war es denn? Gold und Silber, das würde mich mal interessieren. Es war definitiv unter Level. Das war irgendwie Level 42 oder so. Weil wir wissen, dass sowas in Heart Gold und Soul Silver nicht verbessert wurde. So. Major Bob.
Wäre, glaube ich, auch unsere nächste Etappe gewesen in Pokémon Blau. Aber wegen dem PC kann ich Pokémon Schwarz nicht für Ende aufnehmen, kann ich Pokémon Blau nicht aufnehmen, kann ich Pokémon X nicht beginnen, ne? So, Lieutenant Search. Also Major Bot. Ich gucke gerade auf PokéWiki nach, weil PokéWiki hat mich noch nie enttäuscht. Weil ich habe Tornupto schon extra auf Level 60 gemacht. Der Level 24 ist dann rot, blau, grün. Gelb 28, okay. Gold, Silber, Kristall. Level 46 ist sein stärkstes dort. Oder? Ja, doch, und Hard Gold, Soul, Silber ist. Boah. Mein Handy mal wieder. So. Mensch, lass mich einfach gucken. Hard Gold, Soul, Silber. Okay, Level 53 ist sein stärkstes. Ne, weil finde ich krass, dass das Reitschuh mir keinen Schaden macht. Ne, weil worauf hättet ihr eigentlich so Bock nach Pokémon Liquid Crystal? So als LP. Ich kann ja aktuell meinen PC nicht zum Laufen bringen, ne? Deswegen muss ich irgendwas vom Handy-Emulator nehmen, damit ihr eure Videos bekommt. Ich habe schon überlegt, die Android-Version von Sonic 1 zu Let's Playen. Ne? Oder Mario World. So auf dem Emulator. Aber das wäre halt die GBA-Version. Und außerdem bin ich da nicht so gut, weil ich da nicht Rennen und Springen gleichzeitig kann. Auf dem SNES wird es definitiv besser gehen. Flamethrower. Flammenwurf. Hierbei habe ich mich früher immer gefragt, warum das Flammenwurf heißt. Weil man werft ja die Flammen nicht, aber das kommt sicher von Flammenwerfer, ne? Und dann ergibt es wiederum Sinn. Okay, Elektabuzz. Elektrik ist sein stärkstes. Aber komm, mit Tornupto kämpfen ist nicht verkehrt. Level 45, okay, ein Level höher als ein Hard Gold und Soul Silver, damit kann man leben. Light Screen. Okay, fahren, da kommt das Fingerisch. Der Fanta von diesem Elektabuzz. Und der macht sehr viel Schaden. Cool Kritik. Und totes Elektabuzz. Da wäre ich jetzt Fullparker gewesen, ne? Weil er schon ausgerastet ist. Und der auch noch mit dem Max-Roll, ne? Die Electrode. Carbonat. Ich weigere mich einfach dem Ding Erdbeben beizubringen, ne? Das nur, weil ich Angst habe, dass es stirbt. Und ich dann Erdbeben verloren habe. Dasselbe wird dann mit Tim Psychokinesen. Ne? Eine Frage, er lernt die Bilder von sich Erdbeben. Kann ich ja auch gerade mal nachgucken. Ja, PokéWiki ladet wieder, weil ich die Seite geschlossen habe, Alter. Explosion, okay. Aber das ist ein Carbonat, oder? Ja. Die Bilder, okay. Kommt noch ein Pokémon? Ich glaube, das war schon. Alter, es kommt noch ein Electrode. So. Die Bilder. Okay, in Gen 7 kann es Erdbeben, ja. In Gen 7 ja, aber. Die Frage, kannst du es auch in Gen 3? Nein. Ob fein kannst du das dann?
Die Erdkräfte der Lens auf Gen 5 und Schwarz-Weiß 2. Okay. Ernsthaft, das Ding erlernt Erdbeben erst ab Oras. Erst ab Omega Rubin und Alpha Saphir erlernt das Ding Erdbeben. Vorher ist es denen ernsthaft nicht eingefallen. Vor Omega Rubin, Alpha Saphir. Nee, hat er jetzt 6 Pokémon? Ne, 5. Wenn ich mitgezählt habe, waren es 5. Aber ja, ich schon zählen, ne? Wisst ja jeder, der ist dumm mit Dollar Orden, okay. Thunder Badge. Immer finde ich es ja cool, dass man da dem Sprite aus Hardcore und Soul Silver genommen hat und nicht immer aus Feuerrot und Blattgrün, weil ja, das weiß ich nicht halt komplett an. Das so, aber der Overworld Sprite, der ist natürlich wie erwartet aus Feuerrot und Blattgrün. Ja. Genau wie die Arena eigentlich. Ganz ehrlich, warum hat man nicht eigentlich die komplette Stadt? Warum hat man nicht eigentlich nicht ganz Kanto einfach copy and pastet? Jetzt ist doch so gut angeboten. Mensch, da erlaube ich das denen mal. Oder machen sie es natürlich mal wieder nicht. Ne? Mensch. Da gibt man denen mal die Erlaubnis, irgendwas zu übernehmen. Dann auch sowas Großes. Und da bekommt man einen dritten in die Fresse. Ey. Das ist also. Dieses Gebäude war, glaube ich, ein. Ja, in einem Goldsilberkristall war alles noch im Bau. Ja. Cool, dass es hier fertig ist. Lieber finde es cool, dass diese Attacken-Lerner auch hier in Kanto sind, aber warum zum Fick nicht in der Pokémon-Liga, wo ich es am ehesten gebraucht hätte? Und ich somit so Schrott-Moves wie Whirlpool musste in die Liga gehen. Oh, hallo. Oh, Rot, du hast a surprise to see you in Kanto. Ah, so you are here to catch Pokémon. I see anyway. I was just on my way to Saffron City and some Team Saturn's guys were blocking the way. What do they want this time? And in Saffron City. Ah, they must be after something in Sifco. Oh, this is bad. Sifco holds information on Pokemon's locations. I'm gonna take them out. Would you follow on behind me and meet me there? Ja, natürlich helfe ich dir, Axel. Ich bin auch kein Fan von der Version. Obwohl ich es cool finde, dass man die mit eingebaut hat. Ist ein richtig cooles Feature, weil, ja, Team Rocket, die sind eigentlich schnell besiegt. Und Kanto geht eigentlich auch sehr schnell, aber so. Ist das jetzt die normale Musik von der Stadt? Alter, natürlich können wir ja nicht raus. Die Arena dürfen wir natürlich auch nicht, aber Hauptsache wir können das Dojo. Ne? Hauptsache wir können das Dojo. Und natürlich, zufälligerweise ist das Sifco nicht bewacht. Ich finde es cool, dass man hier in Kanto die weiter hineinbaut, ne? Die erschien mir ganz ehrlich, die tauchten erstens zu spät auf im Spiel und zweitens hatten sie viel zu wenig Bedeutung. Na gut, dass in einem Pokémon-Spiel das böse Team zu spät kommt, ist jetzt nichts Neues. X und Y hat es genauso gemacht für Team Flair. Da habe ich mich auch anfangs gefragt, wo ist denn das böse Team? Und da war es da wohl plötzlich. In Sonne und Mond zum Beispiel hat man schon von Anfang an gewusst. Wenn man ja so eine schöne Intro-Cutscene hatte, wo einem den Plot gespoilert hat. Das sind so Momente, wo ich die siebte Gen hasse. Wenn das Spiel selbst einen spoilert, was im Spiel passiert. Mhm.
Elektrohut. So, ein Elektroball mal wieder. Ich kann die Dinger schon nicht mehr sehen. Ja, aber jetzt mal im Ernst, ich kann sie wirklich nicht mehr sehen. Das kotzt nur noch an. Überfülle ich das Elektroball. Schneller ist als Tornupto, was ein Level höher ist. Nebenbei, wer ist eigentlich das schnellste Pokémon der ersten Gen? Ich weiß, Aerodactyl war das zweitschnellste. Ich glaube sogar der ersten beiden sind, aber was war das schnellste? War das Elektroball? Ich kann nämlich irgendwie kaum glauben, dass das Mewtwo ist. Und jetzt kommt es jetzt Explosion an. Nee, bestimmt ist ja gelockt. Ein Rollout. Was so gar nicht mal so dumm ist. Auch wenn, glaube ich, Self-Destruct oder Explosion mehr Schaden machen würde. Es ist trotzdem auch sehr klug irgendwie. Genauso wie das Lichtschild, das er rausgehauen hat. Das war auch sehr nützlich für ihn. Manectric. Alter, Flitzy ist tot gegangen in der. Tot gegangen, genau. Ne, er ist gestorben in der letzten Folge. Und da du mir das in die Fresse reindrücken. Vielen Dank. Jetzt vergesse ich nicht, dass er in der letzten Folge gestorben ist. Vielen Dank. So, jetzt kommt's, er macht Thunder. Kommt irgendein krassen Move. War ist kein krasser Move. Dennis. Versus. Manectric. Kommt selbst ein Mistball ein. Alter, ich finde den Namen so seltsam. Mistball. Das ist jetzt kommt der nicht vom Hackersteller, sondern von Game Freak. Also. Man sieht mal fragen, was für ein Mist sie mit in diesem Ball gemacht haben. Who are you? Oh, ich bin derjenige, der euch zerstören wird hier. Alter, wie weit zieht der Typ mich? Nebenbei finde ich es krass, dass der Hack hier noch gar nicht von Game Freak runtergenommen wurde, weil der Hack ist aus dem Jahr 2013. Also wurde 2013 fertiggestellt. Sprich, vorher gab es den ja schon. Und deshalb frage ich mich auch bei Pokémon Brown, weil dem Nachfolger Pokémon Prism, mit dem haben sie runtergenommen. Pokémon Brown hingegen nicht. Und ich weiß nicht, ob sie schon Pokémon Original Adventure, das ist der Pokémon Prism Nachfolger der Entwicklung ist, ob die dem schon runtergenommen haben, dort die Beta. Ja, dazu sage ich jetzt gar nichts mehr. Ja, natürlich schlägt er sich selbst. Leftovers. Tut jetzt ein bisschen ausgleichen. Alter, es ist 10:30. Und ich nehme hier Pokémon Liquid Crystal auf. Okay, Poison Fang. So, was jetzt? Ampharos.
Ja, Lightspeed nützt ihn viel, wenn du noch ein HP übrig hast. Elekid, Alter, das kotzt mich auch an, dass sie Elekid haben. Wenn man eins alle im Spiel kritisieren würde, dann das. Dass das Team Saturn nur so ein Crap hat. Und natürlich ist es schneller als Locker Zocker, ne? Der aber mit seiner Hydropumpe trifft. Und kaum Schaden macht. Ja. Ich hab's mittlerweile auch verstanden, liebes Elekid. Oh, it is terrible. I was standing guard and then this game came and forced me to open this to the basement. So, wir wollen ja nicht, dass er stirbt. Ja, und Junge, warum gehst du nicht wieder das Basement schützen? What are you doing here? It's off limits to everyone but Team. Was tun? Warum ausgerechnet jetzt so eine Musik? Ich dachte, wir würden die Aqua und die Magma-Musik hören, die wir sonst auch hören gegen diese Lappen. Auf Level 60 sollte Blumen Solarstrahl erlernen. Dann sein ich eins Happy Fail Master und Razor Leaf verkillt hoffentlich. Ja, wisst ihr noch, am Anfang des Let's Plays, da waren die Radfratzen ein Riesenproblem. Und jetzt juckt mich noch nicht mal diese Radikal. Ja, und komm, ich kill ihn jetzt. Weil da wäre das jetzt schlimm gewesen, hätte ich daneben getroffen. Er hätte irgendwie Knirscher oder so gemacht und hätte mich weggekrittet. Ja, stimmt, das hier ist die normale Pokémon-Trainer-Musik. Klingt auf jeden Fall mega geil, aber warum ausgerechnet beim Team Saturn-Rüpel? Warte mal, ich krieg richtig keinen Trank vom Gegner. Oder geil, das ist ja fast schon wie Weihnachten hier. Cool Fisch. Ja, cool Fisch. Kann man das use Dragon Breath? Oh, ist kein Hydropumpe, okay. Quillfisch Attacke ging daneben. So, will das nochmal einsetzen? Nein, er setzt Revenge ein. Süß. Gut, okay, komm. Ich wollte es gerade können, nur. Ich mich cool fühle. Habe ich jetzt mal Blume. Oh fuck, jetzt kann Destiny Bond.
Ja. So. Sie macht mal ein bisschen Angst mit seinem Destiny Bond. Macht mir immer noch ein bisschen Angst mit seinem Destiny Bond. Crayfish used this thing. Locker Zocker. Okay, ich glaube, Disney Bond hat 10 AP. Und jetzt kommt das Ding, kein Blizzard. Ne, jetzt macht Revenge, okay. Jetzt kommt sehr schnell und macht Disney Bond. Ne, ne, ne. Er hat sicher wieder Revenge gemacht. Ja, der hat gerade ein bisschen Spannung aufgebaut mit seinem Scheiß. Der Card Key, schön. So, sagst du mir, wo ich den Card Key bekomme? Was wissen Sie später jetzt? So, warum das? Ja, ist schon gut, aber ich diesen Card Key. Ja, stimmt, ich habe was vergessen zu machen, Leute. Bis jo, Leute, Speicher war fast voll. Ich will halt schon noch ein bisschen aufnehmen. Hast du's? Ich hätte. Oh, in dem Raum. Ich sehe es doch schon. Hinter diesem Bild. Hier. Hier. Unter der Couch. Wo ist es? Jetzt mal im Ernst, wo ist der Scheiß? Drücke die ganze Zeit A. Bitte sagt mir nicht, ich muss jeden einzelnen Scheiß Pixel absuchen.
Ja, aber jetzt mal im Ernst, wo ist der Scheiß? Die wollen ja ernsthaft verschieben, sondern zu dem Pixel ab. Ruhe. Ist das deren Scheiß ernst? Hier. Nee. Ja, Leute, dann bis gleich. Ich habe dieses Bild schon angesprochen, aber nicht auf dem anderen Dings. Seems legit. Man muss. Auf der einen Seite war nichts, auf der anderen schon. Was soll der Scheiß Betrug? Ja, ein Hyper Potion. Aber jetzt mal im Ernst, was soll das? Warum wird es auf der einen Seite erkannt und auf der anderen nicht? Ich meine, es hat jetzt nicht lang gedauert. Aber trotzdem, was soll das? Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Sonst muss ich jedes Punkt paralysieren. Wie jedes Punkt von geht, das Carbonat vergiften musste. Bei mir war das nicht der Fall. Aber kann ich aktuell leider niemand sehen, weil der scheiß PC nicht geht. Victory Will. Seit 10 hier kommt auch noch. Trotzdem konnt's nichts. Trotzdem sieht das Ding hier ein bisschen dünn aus. So ein bisschen sehr seltsam dünn. So, ich sage, das hier ist optional. Oh. Ah, oh, you're not on of this guys. Du fängst gut nicht. Du bist ein cleaner hier and those guys. Stomp den hier. Luckily. Ich hab noch nicht mal was dafür, geil. Ich hab Angst, dass das hier jetzt doch der richtige Weg ist. Okay. Das mit dem Teleporter sieht sehr optional aus. Es werden dort niemals einer dieser Saturnrübel stehen. Ja. Wir haben 41 Thunder Punch. Ja, dieses Ding kann ich auch kaufen in Ducatia City. Den bei Pichu wollte ich auch schon lange mal reinnehmen, ne? Das biete ich jetzt. Die sind langweilig, Leute. Die das kann ich auch sogar versichern, dass die langweilig sind. So, Golduck tot. Joltian. Die auch immer ein Elektro-Pokémon dabei haben müssen, ne? So, wollen wir mal sehen, ist Russell auch wieder da? Okay. Panda, okay, kommt das Tanks Louis. Ja. Crowd und.
Ist mal wieder so ein Pokémon, wo ich nicht weiß, was es ist, aber Blume ist eh die Antwort auf alles. Was ist Krodant? So, Krebutak. Mit wem hatte ich gerade eben noch mal drin? Vor 5 Sekunden, ich weiß schon nicht mehr. Louis, stimmt, ja, okay. Das ist ja dann Krodant-Energy, verstehe ich nicht ganz. Wäre aber mal cool, ein paar andere Pokémon zu sehen. Nebenbei hoffe ich immer noch, dass man die UK-Region kann, ne? Ich meine, ich sehe es als eher unwahrscheinlich an. Wäre cool. So, Saturn Ground war sie defeated. So, Pulchen. Ja, ich würde sagen, einer von den zwei lässt mich vorbei. Einer der drei geht weiter. Okay, ich würde sagen, das ist einer der optionalen. Ich würde sagen, es gibt zwei optionale. Dynamic Punch hatten wir doch schon mal in der Arena. Ich würde sagen, es gibt zwei, die weiterführen, einer, der nicht weiterführt. Okay. Anscheinend sind potenziell alle richtig. Okay. Escape rope, nice. Boah. Weil dieses Teleporter-Rätsel, das kriegt mich ja halt schon ein bisschen an. Okay, jetzt will er auf einmal gegen mich kämpfen. Die ganze Zeit nicht, ne? Magneton. Oh, ich mach Screech. Komm, Kills, please. Ich hab keinen Bock auf Stress mit diesem Magneton. Swift. Kannst du auch kill ihm hoffentlich? Ne, natürlich nicht. Rollout, okay. Da war das Screech schon sehr effektiv. Die KI ist jetzt nicht so dumm, wie man denkt. Die tun mit eines ihrer Pokémon opfern, um das nächste schön viel Schaden an sich richten zu lassen. Hi. I'm hitting from this certain if you tell
Hier sind Tactus, Calypso Berry. Okay, hier sind wir neu. Max Revive, brauche ich nicht. Ich spiele hier eine Nuzlocke. Server Room. Ich habe gerade keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Steht da irgendwas drauf? Nein. Oh, da im Portal in der Mitte, Portal Teleporter. In der Mitte waren wir noch nicht. Und er scheint richtig zu sein. Zu Meryl. Wir hatten ja auch noch vor nicht allzu lange eins im Team, ne? Unser UI. Hoffentlich erreicht Blume jetzt Level 60 durch diese Zumerle. Und der KP-Balken ist schon gefühlt seit einer Stunde auf fast Level 60. So, ich hoffe, er hat Speckschicht und nicht Adrenalin. Obwohl beides cool wäre. Hallo? Ja, Fick fällt. Nice. Fake out. Alter, macht er schon Schaden. Sieht man aber wieder, wie wenig Verteidigung Hundemon hat. Oder Slurf. Louis ist paralyzed and can't move. James Brown macht nicht viel. Louis. Okay. Louis ist tot. Fuck. Ist es auch schneller als Lockerzocker? Macht auch eine Menge Schaden gegen Lockerzocker. Aber Lockerzocker killt ihn. Und ich, natürlich muss der Hariyama Paralyse an, okay, Fliegen. Carbonat. Mensch, ich hab keinen Bock jetzt nach der Folge zurücklaufen. Du spürst dann in der Mitte vom nächsten Part. Okay, Screech setzt ein. Aber ich gewinne das Battle mit meinem Carbonat. Magneton. Doch wieder so ein Kandidat für Louis gewesen. Mensch, ich war so stolz auf meine Hariyama. Es konnte zwar nicht wirklich gute Kampfmoves. Liegt mal wieder an Gen 3. Aber es war cool. Der Tonukto ist auch paralysiert. Was soll jetzt lockern? GD sterben.
Ja, toll, ob du mit Flammenwurf ist overpowered. Aber ich jetzt keinen Bock habe zurückzulaufen. Das ist wirklich null. Ich hab keinen Bock. Machen wir weiter. Ja, danke fürs Verarschen. Expression. Das ist dieses Teleporter-Rätsel. Ich hasse dieses Rätsel. So, welcher ist es? Ich wette, das ist der hier. Weil das schon so vom Rüpel bewacht wird. Weezing. Wollte ich meine Blume aber gar nicht. Latios, kannst du das mal regeln? Es boomt. Wie das Geschäft. Das boomt auch. Carnivanha. Nee. Da du mich durch mich jetzt erst gar nicht aufregen bei Carnivanha. Wäre auch ein cooles Pokémon, ey. Wenn schon nur Scheiße kommt, dann bitte auch das. Tornupto ist Tornupto ist mega geil. Ja, locker Zucker 663 EP, keine 666, okay Golduck. Der Landtod ist mega nice im Team, ne. Junge Schill. Danke. Oder ist das jetzt ein Bug? Hahaha, weil. Ach, der Witz ist scheiße, aber. Warum ist es der hier? Ihr kleinen Fixer. Jetzt komme ich da jetzt schnell zur Stelle wieder hin, aber. Ja, der Part ist schon eine Stunde lang. Ich weiß das. Und ich auch den Teleporter nehmen. Und ich bin hier den Part, bevor er noch länger wird, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.